Goldochsen, Ulms flüssiges Gold, präsentiert Ihnen Auf ein Bier mit. Guten Abend und herzlich willkommen auf ein Bier mit, auch heute Abend aus Laupheim. Drei Mohren und heute Abend zu Gast ist Dr. Michael Weiß. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich auch, vielen herzlich Dank. Herzlich willkommen, einmal zum Wohl. Sehr gerne. Und es gilt natürlich auch für Sie zu Hause und auch für Sie vor Ort. Ja, Prost. Direkt den Schaum an der Nase, sehr gut. Mhm. Dann sehen wir gleich besser aus. Womit fangen wir an? Sie sind Triathlet, Sie sind Unternehmensberater, Sie sind Zahnarzt. Sie dürfen entscheiden. Ich bin Familienvater. Ah, darüber können wir auch reden. Ja. Mit welchem Punkt fangen wir an? Dann würde ich sagen, wir fangen mit der Familie an, weil die ist die Basis. Sehr gerne. Sie sind mit Ihrer Frau viel im Ausland unterwegs gewesen, beispielsweise auch mit dem Rucksack. Ja. Wo waren Sie da? Ich habe 91 Examen gemacht, zahnmedizinisches Examen, und war mit dem Studium so glücklich und so happy, dass das jetzt alles gut gelaufen ist. Und dann haben wir ein Jahr eine Auszeit genommen, sind damals am 3. März 1992 in Frankfurt gestartet und wussten nur, dass wir ungefähr 8-9 Monate später wieder in Deutschland sein müssen. Und alles andere, nicht, wohin die Reise geht? Alles andere war offen. Wir hatten ein Ziel, das war Kathmandu, Nepal. Mhm. Weil da wollte ich immer schon mal hin, ins Himalaya zum Wandern. Und deswegen war das sozusagen gesetzt. Der Rest war offen. Sie merken, das wird eine sehr spannende Runde. Bevor wir richtig einsteigen, würde ich auch Sie bitten, wie all meine Gäste, einmal 20 Sekunden in diese Kamera zu gucken. Michael Weiß heute Abend zu Gast in Auf ein Bier mit. Diese Reise damals in Asien, das war eine sogenannte Low-Budget-Reise. Das heißt, Sie hatten nicht viel mit. Was hatten Sie alles mit dabei in diesem Rucksack? Also das Spannende war erstmal zuerst, dass wir zu Hause in Deutschland alles aufgelöst hatten. Also wir mussten die Reise ja irgendwie finanzieren. Ich hatte damals einen 10 Jahre alten VW Passat, den habe ich verkauft. Und meine Studentenbude habe ich vermietet. Mhm. Das heißt, also erstmal Ballast abwerfen. Das war auch in Ulm damals? Das war in Ulm oder Neu-Ulm, ja. Mhm. Ulm, Neu-Ulm, mhm. Genau. Ja, und dann war im Rucksack drin Wandergepäck. Wandergepäck und damals ganz wichtig, eines meiner großen Hobbys, fotografieren. Das war vielleicht das teuerste neben meiner damaligen Verlobten, sage ich mal, was ich im Gepäck hatte, nämlich die Spiegelreflexkamera. Mhm. Ja. Das heißt, Wandergepäck für 8-9 Monate. Genau. Was nimmt man damit? Ja, das Spannende ist, je länger du unterwegs bist, und vielleicht ist das irgendwie wie im richtigen Leben, desto weniger hast du dabei. Tatsächlich? Also wir hatten dabei, jeder von uns, 2 Unterhosen. Sie brauchen überschlagen aber 180. Überschlagen 180 was? Unterhosen. Pro Jahr, meinen Sie? Ja, auf ein halbes Jahr. Ja, also das ist tatsächlich so. Sie wissen ja, Sie sind ja auch Sportler und fahren Fahrrad, habe ich mir ja vorhin gesagt. Sagen Sie es nochmal, das geht runter wie ja. Ja, ich bin ja auch Sportler. Ich habe Ihre Triathlon-Zeit aus Rot noch im Kopf. Ja. Nein, wir brauchen tatsächlich nur 2 Unterhosen, weil die eine trägt man und die andere trocknet. Also vom Waschen natürlich. Wollen wir, weil es ist jetzt gerade so kurz nach 7:30. Ja. Wollen wir noch andere Dinge aus Ihrem Rucksack besprechen oder nur die Unterhosen? Ja, aber Sie sehen, die ist schon wichtig. Also ein paar Socken, nein, auch 2 Paar. Also eins muss man immer waschen und das andere trägt man. Und die haben wir dann teilweise tatsächlich auf dem Rucksack hinten drauf gehabt zum Trocknen. Dann Wanderschuhe. Und das Interessante ist, das zweite Paar Schuhe, weil wir ja immer Gepäck reduziert reisen mussten, waren dann Sandalen. Also entweder Wanderstiefel oder Sandalen. Wie viel Weg haben Sie dann da vor Ort tatsächlich zurückgelegt? Naja, zum Beispiel im Himalaya, als wir bis ins Basislager hochgewandert sind, da sind wir 4 Wochen lang jeden Tag gewandert. Haben 4 Wochen? 4 Wochen lang jeden Tag, haben also alles zurückgelegt. Die 5 Finger Buddhas, so heißt ja dieses Gebirge, das Himalaya, das so ausläuft. Und da wandert man immer den ersten Finger hoch, den zweiten Finger hoch und den dritten, bis man dann am Mount Everest Basiscamp ist. Und da haben wir schon einige 100 Kilometer zurückgelegt. Aber ganz ehrlich, man zählt sie ja nicht dann. Man läuft ja und man hat ja nichts anderes zu tun. Tut es irgendwann, ich habe mal vor 2 Jahren
bin ich über die Alpen gewandert. Ja. Von Oberstdorf, mittlerweile ist es ein sehr touristischer Weg, der E5 von Oberstdorf nach Meran. Ich dachte so am dritten Tag, jetzt fallen dir gleich die Füße ab. War das bei Ihnen nicht, wenn Sie so viel gelaufen sind? Ja, am dritten Tag, denke ich, hatten wir das gleiche Gefühl. Aber das ist das Spannende, wie im Sport auch. Du denkst dann irgendwo, jetzt geht es vielleicht nicht mehr. Und am vierten Tag ging es dann aber wieder. Und am fünften und sechsten denkst du nicht mehr über den dritten nach. Also irgendwo wie im richtigen Leben. Übrigens, meine Frau hatte dann am dritten Tag tatsächlich eine richtige Blase an der Ferse. Und ich mit meinem frisch abgeschlossenen Zahnmedizinstudium meinte, die operieren zu müssen. Danach ging gar nichts mehr. Also das heißt, danach hat sie gar keinen Schuh mehr reingepasst. Sie hatten ja auch eher was mit dem Mund Bereich studiert. Richtig, aber ich konnte mich erinnern, dass wir auch mal so allgemeinmedizinische Vorlesungen hatten und das war meine erste große OP. Ja. Okay, und die ging schief. Also aus meiner Sicht war es sehr erfolgreich. Ich meine, heute können Sie das erzählen, heute läuft Ihre Praxis ja gut. Ja, genau. Ja, aus meiner Sicht, wie gesagt, war es sehr erfolgreich. Meine Frau, die war nicht so begeistert, weil sie konnte keine Wanderschuhe anziehen, aber sie hatte ja die Sandalen dabei. Mittlerweile sind viele Jahre ins Land gegangen seit dieser Reise. Ist sowas heute undenkbar, nachdem Sie jetzt zum einen ja beruflich schon sehr gesettelt sind, zum anderen ja auch zwei Kinder haben, 11 und 13 die Töchter. Genau, ne? Ja. Heute so eine Reise undenkbar bei Ihnen? Oh nein, wir lieben es und wir machen es auch heute noch, natürlich komplett anders. Wir sind jetzt keine Low-Budget-Traveler mehr und das ist auch schön, die Welt jetzt von der anderen Seite zu sehen, also vom rein wirtschaftlichen her gesehen. Wir haben übrigens 20 Jahre nach unserer Reise, also 2011, genau die gleiche Tour in Indien. Indien war ein großer Teil unserer Reise mit unseren Kindern dann nachgereist. Also Varanasi, dann oben Agra und viele dieser Plätze, die wir vor 20 Jahren gesehen haben, haben wir dann den Kindern gezeigt. Was war das Tollste, das Sie gesehen haben auf Ihren Reisen? Das Tollste waren die Menschen. Egal an welchem Platz. Egal, wo wir hinkamen. Und wir haben es mal nachgezählt, meine Frau und ich. Wir waren jetzt in Brasilien mit den Kindern zusammen bei den Olympischen Spielen, haben Rio gesehen, haben ganz Brasilien gesehen. Ich muss Zahnarzt werden. Wie geht das? Ja, Sie sind ja jung. Ich mache das für Sie. Also ich würde dann die Assistenzarztzeit können Sie bei mir machen. Also, Sie können studieren. Ich traue es Ihnen zu. Also in Brasilien waren Sie jetzt? Ja, jetzt waren wir in Brasilien. Indien? Ja. Indien waren wir öfter schon. Und damals waren es 10 Länder. Bangladesch, Pakistan, China, quer durch China, alles mit dem Rucksack von Nordwesten nach Südosten. Dann damals ganz, ganz spannend Kambodscha, Siem Reap, die alten Tempel. Und dann waren wir irgendwann in Thailand und sind dann von Thailand aus, von Bangkok aus zurückgeflogen, 8 Monate später. Was Sie mittlerweile auch machen, Sie haben es gerade eben schon kurz mal erwähnt, mittlerweile sind Sie, kann man Sie als Extremsportler bezeichnen, Sie machen Triathlon. Ja, aber ich würde sagen, wenn man es einbindet in das Berufliche und Familiäre, würde ich es als extrem bezeichnen. Ansonsten würde ich mich da sehr bescheiden als Hobbysportler deklarieren. Das heißt, was machen Sie genau? Ja, ich schwimme. Und manchmal kommt dann noch das Radfahren am gleichen Tag hinterher und das Laufen auch. Das nennt man dann Triathlon, wenn man es hintereinander macht. Das Prinzip ist mir klar. Ich hatte ja tatsächlich dieses Jahr diese irren 180 Kilometer Rad, wie viel, ich weiß gar nicht mehr, 4 Kilometer schwimmen. Ja, 4 Kilometer schwimmen. Ich habe das dieses Jahr mal gemacht, aber Sie machen das regelmäßig. Ja, ich trainiere es regelmäßig. Also das habe ich ausgelassen. Ja, ja, aber Sie haben ihn durchgezogen. Ja, ich habe ihn durchgezogen. Ja, 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 also, aber mit dem Training hatte ich es nicht so. Und das machen Sie aber regelmäßig. Ja, und zwar, das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Als ich im Beruf dann eine Zeit lang, würde ich sagen, sehr, sehr, sehr viel gearbeitet habe, was ich immer noch tue, aber vor allem diese Aufbauphase der eigenen Praxis, dann die Familiengründung. Meine Frau ist ja auch Zahnärztin. Wir haben das also in der Praxis und familiär alles gemeinsam gestemmt und gemacht. Habe ich gemerkt, ich bin raus aus dem Sport. Und dann wollte ich wieder zurück in den Sport und das war nicht einfach. Und dann habe ich mir einen Personal Trainer geholt und der hat mit mir zusammen trainiert und hat mir gezeigt, wie das geht. Wie man mit dem Beruf und mit der Familie wieder zurückkommt und das hat mich zum Triathlon geführt. Wie viele Stunden pro Woche machen Sie jetzt im Moment Sport? Ja. Also jetzt bin ich gerade so in der, nennen wir mal, in der Regenerationsphase und eher Ruhephase. Wobei so ein bisschen Blick auf Berlin-Halbmarathon im Moment. Das heißt, zurzeit ist es ein Wochenaufwand von 7 bis 9 Stunden ungefähr. Wochenaufwand, ja. Das ist schon eine Hausnummer. Ja, aber gut darstellbar. Weil man ja am Wochenende mal 3 Stunden machen kann an einem Tag und an dem anderen 2. Dann hat man schon 5.
Und die anderen 2 bis 3 Stunden, die bringt man dann unter der Woche schon noch mit dazu. Welche Zeit laufen Sie, wenn Sie jetzt Berlin anpeilen? Ja, Berlin. Ich habe noch meinen Personal Trainer, wenn er dann zuguckt, der wird sich freuen, weil ich habe noch meine Bestzeit im Auge. Mhm. 1,32 habe ich stehen auf Halbmarathon. Und die 1,30 will ich noch knacken, bevor ich 60 werde, was in 8 Jahren der Fall ist. 1,30 auf 21 Kilometer. 21,2 Kilometer, ja. Die 200 Meter am Schluss, die sind oft die entscheidenden. Ja, das glaube ich. Das ist... Ja. Allerhand. Wow. Und Ihr Personal Trainer ist Daniel Unger, genau. Vermute ich, oder? Genau. Also damals Thorsten Krippendorf, ja, auch durchaus ein Gesicht in Ulm. Ja. Der hat es schön mit mir aufgebaut und Thorsten macht es ja jetzt nicht mehr in der Art. Und jetzt ist Daniel Unger mein Personal Trainer, wo ich sehr froh drüber bin. Der übrigens auch schon mal zu Gast bei mir in der Richtig. Sendung war, auch schon mal hier bei Auf ein Bier mit. Und Sie sind auch gemeinsam verbunden, was diesen Triathlon-Laden in Ulm angeht, den Sportfreund. Genau. Wie stecken Sie damit drin? Ja, das ist genau der Punkt, dass ich über den Sport, über den Beruf, über die Freizeit und den Sport zum Triathlon gefunden habe. Und das hat mich so begeistert, dass ich gesagt habe, aus dem Hobby möchte ich auch ein bisschen mehr machen. Und dann, das wissen Sie vielleicht, habe ich Dani nach Ulm geholt. Dani war ja vorher so eher weltweit unterwegs und als Weltmeister 2007 natürlich auch sehr bekannt. Und dann zum Ende seiner Karriere hin haben wir als Freunde überlegt, wo kann seine Reise hingehen und was können wir gemeinsam machen. Und so entstand dann Sportfreund und Sportfreund Academy. Jetzt müssen wir trotzdem noch mal kurz sondieren. Also, Reisen immer noch, aber weniger. Sport immer noch und zwar mehr. Genau, mehr als früher, definitiv. Sie müssen nicht mehr arbeiten. Oh, ich arbeite mit Leidenschaft. Ja? Ja, und ich denke auch, ich kann sagen, ich arbeite auch viel. Ja. Also da ist noch Zeit dafür. Ja, unbedingt. Ja. Wie viel Zeit pro Woche nimmt die Arbeit bei Ihnen ein? Ja, das ist ja in Stunden, wissen Sie, bei einem Selbstständigen und bei einem Unternehmer immer schwierig zu sagen. Möchten aber Sie eigentlich Käse? Ich nehme nachher dann, ja? Ich stelle den immer hier, wenn Sie kommen ja, gar nicht hin. Geht gut, ich stelle es mal ein bisschen humaner. Vielen Dank. Schauen Sie mal vielen Dank. Danke. So. Ja, danke. Man zählt die Stunden ja nicht. Aber wenn ich ab und zu so mal doch hinsitze und überlege, was ich diese Woche gemacht habe, da sind auch mal Tage dabei mit 16, 17 Stunden. Da geht es morgens los und man arbeitet bis nachts um 0 Uhr. Und dann gibt es aber auch wieder mal Tage, da sind es nur 8 Stunden oder 9 Stunden. Das sind dann die Tage, da schmunzle ich schon, wo ich immer denke, das ist so ein Halbtagsjob. Ja, also es ist schon selbst und immer, aber mit viel Freude. Und ich habe ein ganz, ganz tolles Team bei mir in der Klinik und jetzt in der Praxis. Ist schon durchgekommen, Sie sind Zahnarzt. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch ein bisschen Käse zwischen den Zähnen habe, aber was muss man bei mir? Schauen wir mal hier. Das sieht auf jeden Fall mal richtig glänzend aus und auch die Stellung ist schön. Also Sie sind ein Mann mit Biss, das habe ich schon gesehen. Ein Mann mit Biss? Ja. Wie viel Spaß macht es denn, Zahnarzt zu sein? Ich stelle mir immer, ich bin mal kurz frech, und ich stelle mir immer vor, dass es der grausamste aller Ärztejobs ist, weil Sie da den ganzen Tag im Mund rumfuhrwerken müssen. Mhm. Also das ist das, was viele denken und viele meinen, aber unser Beruf, und ich habe letzte Woche am Donnerstag vor dem diesjährigen Examensemester eine Rede halten dürfen, einen Vortrag halten dürfen, somit 20 Jahre Rückblick Zahnmedizin. Und ich konnte den jungen Kollegen sagen, es ist in meinen Augen nach wie vor der beste Beruf der Welt. Also, was macht also denn für mich? Es ist ein total spannender Beruf, weil er verbindet unwahrscheinlich viel in einem Berufsbild. Also wir sind auf der einen Seite, und da lege ich großen Wert darauf, Handwerker, und zwar Feinhandwerker. Das heißt, wir sehen jeden Tag sofort, was wir getan haben. Und das macht uns sehr zufrieden und sehr glücklich. Ich habe mal ein Video einer Operation gesehen, da ging es um den Austausch eines Knies. Da hatte ich auch den Eindruck, das sind auch eher Handwerker. Ja, also ist ganz wichtig. Wer Zahnmedizin studiert, der sollte sich im Klaren darüber sein, er ist ein Leben lang Handwerker, und zwar mit den Händen im Mund seines Gegenübers. Und da kommt der zweite Punkt, der sicherlich die nächstgroße Befriedigung ist, vielleicht noch größer, wir helfen Menschen. Das heißt, die meisten der Menschen, die zu uns kommen, haben ein echtes Problem. Und wenn sie keins haben, dann jetzt sagen sie, ich denke, so wie sie lachen, denken sie, wir werden ihnen schon eins machen. Nein. Irgendwas gibt es doch immer zu machen, oder? So ist es. Und dann ist es eben die Vorbeugung. Also man sieht auch, ich war ja nach dem Studium, war ich ja in der Universitätszahnklinik, in der Abteilung unter anderem für Kinderzahnheilkunde.
Und die Kinderzahnheilkunde ist heute eine komplettere als früher, eine komplett andere als früher. Das heißt, wir kümmern uns ganz früh um Prävention, um Vorbeugung, um Schulungen. Und das ist auch schön, also wenn die Menschen kein Problem haben, ihnen dann ihre gesunden Zähne zu erhalten. Also nicht nur den Kindern, auch den Erwachsenen natürlich. Können Sie jetzt schon sehen, ob ich irgendwann ein Gebiss brauche oder sieht man das jetzt noch nicht? Die heutige Generation, und das ist eine ganz spannende Geschichte in der Zahnmedizin, die meisten werden kein Gebiss mehr brauchen. Das muss Ihnen doch Angst machen. Also A, mir nicht, weil ich alt genug bin, dass ich weiß, dass ich das nicht mehr erlebe, diesen Wandel, wobei wir erleben ihn schon auch. Und dann ist es aber so, die guten Menschen in ihrem Beruf müssen nie Angst haben. Aber es ist definitiv so, dass die Zeiten heute komplett andere schon sind als in den 70er und 80er Jahren. Der Wettbewerb ist auch in der Medizin und in der Zahnmedizin ganz anders geworden, als er früher war. Und die, die gut sind, die werden Bereiche haben wie Ästhetik, Vorbeugung, Kieferorthopädie, Bleaching wird ein ganz spannendes Thema werden. Also alles, was in Richtung Kosmetik geht. Die Zähne kriegen ein ganz anderes Bild in der Zukunft, in der Betrachtungsweise. Aber wenn jetzt, Sie sagen ja, in der heutigen Generation ist es anders als früher, wenn jetzt die Leute gesunde Zähne haben. Mittlerweile weiß, glaube ich, jeder, dass es gut ist, sich hin und wieder auch mal mit so einer Zahnbürste durch den Mundraum zu fahren, vielleicht auch ein bisschen so Zahnseide oder Mundwasser zu benutzen. All das sorgt doch dafür, dass trotzdem die Arbeit bei Ihnen weniger wird. Mhm. Das kommt ja nicht jeder und bleicht sich die Zähne, oder? Mhm. Also definitiv. Und wie gesagt, es wird eine ganz andere Arbeit. Also wir haben heute viel mehr die Thematiken schon Mikrofüllungen, mikroinvasives Bohren. Das heißt, früher war es so, leider war es früher so, dass man viel zu lang gewartet hat und so nach dem Motto, ja, man macht es, wenn es weh tut. Oder man macht es, wenn der Zahn dann einen Einbruch hat, wenn man das Loch sozusagen spürt. Ja. Heute wird man stellt man über moderne Methoden viel früher fest, dass der Zahn ein kleines Problem bekommt. Übrigens, bei Ihnen sieht man, Sie haben kein Problem, also sieht wunderbar aus. Ja. Aber über Röntgenbilder und über solche Dinge kann man das erkennen und dann macht man ganz früh eine ganz schonende kleine Mini-Keramikfüllung. Früher hat man eine Krone gemacht. Also Kronen werden wegsterben, Brücken werden wegsterben, Prothesen sowieso. Man macht mal ein einzelnes Implantat, aber man wird in 30, 40 Jahren nicht mehr so 8 Implantate pro Kiefer und dann Prothesen drauf befestigen. Was heute ein ganz, ganz großes Gebiet bei uns in der Klinik ist. Jetzt haben Sie gerade eben gesagt, Sie sehen, dass ich gute Zähne habe. Ich hasse mich immer, wenn ich hinterher diese Sendungen ansehe, jeden Donnerstag, weil ich immer so ehrlich bin und mich das dann hinterher immer ärgert. Aber können wir die heller machen? Ja, klar. Ja? Das ist, was geht da? Also, wie gesagt, Sie haben es schon schön und das ist auch übrigens das Spannende. Die meisten, die zu uns kommen, es heller haben wollen, haben eh schon relativ helle Zähne. Ja, das liegt wieder in der Bewusstseinsgeschichte, in der Betrachtungsgeschichte. Das heißt, wir kriegen es nochmal eine Stufe heller mit einem Bleaching. Was ist denn eine Stufe heller? Ist es dann so? Das wäre furchtbar, würde ich sagen. Ja, Aber wenn ich beim Friseur manchmal hier die bunte oder sowas durchblätter, ja, da haben die alle hier solche Zähne. Ja, so wie Nadel. Nadel. Ja. 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 Sie kriegen das, was sie wollen. Also wir machen mit ihnen vorher da auch eine Farbanalyse. Wir schauen uns das an, wo ist ihre jetzige Zahnfarbe und dann sagen sie, wo sie hinwollen. Und dann kann man über entsprechende Methoden kann man das machen. Wobei, Achtung, ich bin dann schon immer großer Freund, fair zu bleiben und zu sagen, also so ein Nadelweiß kriegt man meistens gar nicht hin. Wie macht man das? Mit Chemie oder wie läuft das? Ja, letztendlich ist Chemie wie beim Friseur. Sie haben den Friseur ja gerade schon erwähnt. Der nimmt Wasserstoffperoxid, um die Haare blond zu machen. Wir haben ja auch ein paar Blondinen heute hier sitzen. Vielleicht sind die... Vielleicht auch echt. Wir wissen es nicht. Ja. Ja, also es ist im Prinzip ähnlich. Man tut Wasserstoffperoxid auf die Zähne auftragen. Das sprudelt dann. Und durch dieses Sprudeln werden aus dem Zahn Farbsubstanzen herausgelöst. Und diese hellen Farbsubstanzen diffundieren hinein. Und dadurch wird das Bild nachher schön hell. Das klingt echt ungesund. War es früher auch. Aber mit den heutigen Techniken hat man die richtige Chemie. Und wir wissen, dass es heute nicht mehr schadet. Sonst würden wir es nicht machen. Was ich total spannend finde, ist, und jetzt verlassen wir mal kurz das Bleaching. Ich glaube, ich schlafe da noch 5 Nächte drüber. Was ich total spannend finde, ist, Sie haben neulich einem Obdachlosen in Stuttgart neue Zähne geschenkt. Ja, ich muss dazu sagen, neulich ist, also es war schon einige Jahre her. Ja. Genau, aber neulich... Schauen Sie mal, neulich, was also sind denn 10 Jahre? Genau. Nein, so lange noch nicht mal, ja. Aber ja, das war eine ganz interessante Geschichte. Und zwar habe ich einen guten Freund, der ist Schuhmacher in Stuttgart, Ralf Jeckel.
Und der hat mich eingeladen, ihn zu besuchen. Und dann haben wir ihn besucht. Und dann vor seiner Schuhmacherei war dann tatsächlich Hartmut, haben wir später festgestellt, heißt er. Und der hat uns, ja, ich würde sagen, er hat uns nicht angelacht, weil er selbst, er wusste, er hat kein schönes Lachen, sondern er hat uns sehr traurig angeguckt. Und wir haben ihn dann gefragt, warum er so traurig guckt. Und dann hat er gesagt, weil er keine Zähne hat. Und dann haben wir den Ralf gefragt, ob er ihn kennt. Und dann sagt er, ja, er kennt ihn, er kümmert sich auch um ihn. Und dann haben wir mit Hartmut gesprochen. Als wir über seine Zähne gesprochen haben, hat er tatsächlich das Weinen angefangen, weil es ihn sehr, sehr, sehr belastet hat. Und dann haben meine Frau und ich entschieden, wir bieten ihm an, ihm Zähne zu machen. So aus, ja, aus Freude zum Beruf heraus und aus Freude zum Menschen. Und dann hat Jeckel, der Schuhmacher, kurzerhand gesagt, also ich zahle das Zugticket nach Ulm, wenn ihr dem Hartmut die Zähne macht. Und dann kam Hartmut viermal nach Ulm gefahren und dann haben wir ihn in vier Sitzungen wieder voll bezahnt. Haben Sie noch Kontakt zu ihm? Ja. Er lebt immer noch auf der Straße? Nein. Nein? Nein, und das ist das Schöne, da sieht man, was Zähne ausmachen. Also Zähne spielen einen ganz, ganz großen Stellenwert, ja, wie man sagt. Also sie sind ein Mann mit Biss oder man zeigt dem anderen die Zähne oder man hat Zähne zum Lachen. Hartmut kam tatsächlich, ich denke, über das Selbstbewusstsein, das er über seine Zähne und nicht nur über die Zähne, aber auch über die Zähne wieder zurück, hat dann mit dem Schuhmacher Jeckel zusammen sich eine Rikscha gekauft, hat mit der Rikscha dann in der Fußgängerzone Schuhe eingesammelt und vor Ort geputzt und ist heute selbstständig. Der wird gebucht von Hotels, wo er dann seine Rikscha aufstellt und wo er dann Schuhe putzt, steht dort im Livret und kam übrigens, glaube ich, auch schon in der Bild-Zeitung damit. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Auszeichnung ist, aber allen... Also wenn ich es in die Bild-Zeitung schaffe, ich bin froh. Allen Respekt in jedem Fall. Wie dankbar ist der? Hartmut kommt heute noch und wir treffen ihn und er hat so schöne Geschichten. Zum Beispiel hat seine Mutter ihm, zu ihm gesagt damals, und du darfst erst wieder nach Hause kommen, wenn du Zähne hast. Und das war seine erste Fahrt, die er dann gemacht hat. Und dafür ist er sehr dankbar. Und er kommt heute noch und wir gucken und lachen und freuen uns, dass er den Schritt damals gegangen ist. Und vor allem wir, dass wir den Schritt mit ihm gegangen sind. Tatsächlich eilt die Zeit davon und es gibt noch ein paar Dinge, über die ich unbedingt mit Ihnen sprechen möchte. Deswegen gleich müssen wir mal kurz umschwenken. Aber noch eine Frage zu den Zähnen. Sie schulen auch Zahnärzte im Ausland. Genau. Mhm. Was bringen Sie denen bei? Ja, wir bringen denen bei, im Prinzip kann man sagen, die neuesten Techniken, die wir selber bei uns in der Klinik anwenden, in der Praxis anwenden. Und da geht es hauptsächlich um Implantologie. Also Implantologie ist der Bereich in der Zahnheilkunde, wenn jetzt zum Beispiel viele Zähne fehlen oder auch ein einzelner Zahn fehlt, die so wieder zu ersetzen, dass wir die Nachbarzähne und die Kiefer sehr schonend behandeln. Über welche Länder sprechen wir da? Wir sprechen im Prinzip über alle Länder der Welt. Das ist das Spannende auch da wieder. Und ich denke, da kommt auch die Verbindung zu früher, zum Reisen her. Wir haben Gäste, ganz viele aus Indien zum Beispiel, ein aufstrebendes Land, ein unwahrscheinlich hungriges und aktives Land. Also das sieht man, die sind richtig im Kommen in Indien, auch in der Wissenschaft. Die haben sehr, sehr gute Wissenschaftler. Aber wir haben auch Gäste aus Großbritannien, aus Frankreich, aus den USA. Also man kann sagen, aus aller Herren Länder kommen die nach Ulm. Und da sind wir sehr happy drüber. Ja. Haben Zähne überall auf der Welt diese Bedeutung? Man kann schon sagen, dass die westlichen Länder, die Industrieländer, einen anderen Stellenwert haben. Da geht es inzwischen sehr um Komfort und Ästhetik. In den Entwicklungsländern geht es tatsächlich mehr ums tatsächliche Beißen, also ums Überleben. Und wir wissen ja, Zähne spielen eine große Rolle im Älterwerden. Und auch im Altwerden, also Menschen, die keine guten Zähne haben, haben eine definitiv niedrigere Lebenserwartung. Also, tatsächlich? Da gibt es eine Verbindung zwischen Zahn und Lebenserwartung? Ja, und zwar aus zweifacher Sicht. Zum einen, es geht los mit dem ganz Einfachen, ich kann nicht mehr alles essen. Das nächste ist, ich kann die Nahrungszerkleinerung nicht mehr optimieren, was zu einem Problem im Verdauungstrakt führt. Das heißt, der Mund und die Zähne sind ja der erste Schritt in der Verdauung. Wenn der Magen also eine nicht gut aufbereitete Nahrungsaufnahme geliefert bekommt,
wird es den Menschen schlecht oder sie nehmen ab, sie verlieren Gewicht, das ist das eine. Aber der andere Punkt ist vielleicht noch der wichtigere, es ist dieser Verlust an Selbstbewusstsein und an Lebenswertgefühl. Mhm. Also viele der Patienten, auch die zu uns kommen, die sagen, ich gehe nicht mehr raus, ich gehe nicht mehr ins Restaurant, ich gehe nicht mehr, wenn ich eingeladen werde. Weil ich muss mir immer überlegen, was kann ich überhaupt essen und dann muss ich aufstehen und muss den Tisch verlassen. Und also dieses Selbstwertgefühl, dieses Psychologische spielt eine Riesenrolle. Wenn Zähne so wichtig sind, wie Sie es gerade sagen, dann ist es doch umso verheerender, dass sich so viele Menschen keine Zähne leisten können und die Versicherungen an der Stelle nicht greifen. Ja, da muss man natürlich, das ist ein sehr komplexes Thema, und man muss sagen, in Deutschland ist das immer noch relativ gut, weil man sagen muss, die Menschen kriegen, eine Mindestversorgung kriegt jeder über die gesetzlichen Krankenversicherungen. Und da muss man auch fairerweise vom Sozialstaat her sagen, es kann nicht die High-End-Lösung für jeden geben, weil es schlichtweg nicht finanzierbar wäre. Aber was der deutsche Staat schon für seine Bürger macht, dass er eine Grundabsicherung zur Verfügung stellt, wie zum Beispiel, wenn jemand gar keine Zähne hat, 2 Totalprothesen, mit denen kann man auch ordentlich essen, sicher nicht optimal essen. Die kriegt man gestellt? Die kriegt man mit einem kleinen Eigenanteil gestellt. Was heißt kleiner Eigenanteil? Ja, das kommt jetzt auf die Durchführung drauf an, aber sagen wir mal, das ist dann pro Kiefer, kann man sagen, so 400 bis 500 Euro Eigenanteil, dann kann man es schon ordentlich machen. Das ist auch schon wieder vieles, wenn jemand kein Geld hat. 2x 400 Euro sind bei mir 12.000. Ja, das ist richtig. Nur dann haben wir ja auch wieder Systeme im Staat, wo es dann Unterstützung für die Menschen gibt, die dann tatsächlich sich das auch nicht mehr leisten können. Die bekommen da wie beim Wohngeld auch andere Unterstützungen. Das sind die sogenannten Härtefälle. Also da muss ich sagen, da sind wir in Deutschland schon gut aufgestellt. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn ich so richtig Spaß haben will am Essen und am Lachen, dann muss ich halt heutzutage bereit sein, auch da zu investieren. Was kosten Zähne? Da sind wir offen, wie bei allem, von ganz unten bis nach ganz oben. Und wo ist ganz oben? Auch Sie können, wenn Sie so richtig Geld ausgeben wollen und wenn Sie es haben wollen, wie Julia Roberts, High-End, so wie früher mal, also die Patienten, die heute 55 oder 60 sind, können Sie zwischen 30.000 und 50.000 Euro ausgeben. Ja, aber das sind eher die Ausnahmen. Und da will ich die Menschen auch nicht schockieren. Ja, das ist wie, Sie können einen Rolls-Royce fahren, Sie können einen Porsche fahren, aber ein schöner VW ist eine Spitzensache und das ist dann deutlich günstiger in der VW-Ecke als bei den Rolls-Royce. Jetzt wechseln wir doch noch das Thema. Sie machen auch Unternehmensberatung. Ja. Was erzählen Sie den Menschen? Ja, ich erzähle Ihnen eigentlich das, was ich selber bei mir gemacht habe. Also diese Unternehmensberatungen, muss man wieder sagen, sind hauptsächlich aus dem zahnmedizinischen Bereich. Interessanterweise habe ich auch manchmal Anfragen aus dem Mittelstand, weil wir ja mit unserem Laden auch so ein bisschen mittelständisch aufgestellt sind mit 100 Mitarbeitern. 100 Mitarbeiter? 100 Mitarbeiter haben wir, ja. Oh, okay. Genau. Und ja, was erzähle ich? Ich erzähle Ihnen, wie haben meine Frau und ich das in den letzten 20 Jahren aufgebaut. Was waren die Voraussetzungen, die wir mitbringen mussten, wie eine gute Ausbildung und wie setzen wir das tagtäglich um über Management und über Organisation. Und das ist dann das, was wir erzählen. Aber das Wichtigste, denke ich, ist der Spaß und die Leidenschaft am Arbeiten. Jetzt haben wir ein bisschen zurückgeschaut, knapp eine halbe Stunde. Schauen wir noch ganz kurz nach vorne. Wie geht es weiter bei Ihnen? Ja, also ich hoffe, dass ich erstmal gesund bleibe. Das dass ist Sie den Berlin-Marathon dann in meiner Traumzeit laufen kann. Also die 1,30 habe ich hier jetzt im Fernsehen gesagt. Jetzt bin ich gefordert. Nachweislich. Ja, genau. Nee, also gesund bleiben ist das Wichtigste. Und dann natürlich das Glück zu haben, mit den Menschen zusammen sein zu können, mit denen man gerne zusammen ist, mit der Familie, mit den Freunden und natürlich mit all meinen lieben Patienten und meinen Mitarbeitern. Und wenn wir das hinkriegen, dann bin ich schon happy, dann wird der Rest mindestens genauso gut weiterlaufen, wie es in der Vergangenheit war. Ich bedanke mich für den Besuch. Ich danke für die dafür. Einladung. Michael Weiß heute Abend zu Gast bei Auf ein Bier mit. Vielen Dank an Sie. Dankeschön an Sie und vielen Dank an Sie. Ich wünsche noch einen schönen Abend und bevor ich es vergesse, brauche ich von Ihnen unbedingt noch für meine Sammlung. Oh ja, genau. Fast hätte ich es mal wieder vergessen, es passiert mir manchmal. Auch den werden wir noch mit in die Sammlung reinpacken. Da male ich noch ein Fahrrad dazu, damit Ihre Zeit beim nächsten Mal noch besser wird. Ja, das kann alles sein, was Sie da jetzt gemalt haben. Genau, kann auch ein Plan sein. Dankeschön. So, jetzt aber. Schönen Abend. Bis bald. Tschüss.
ja, ne? Auf ein Bier mit Goldochsen, Ulms flüssiges Gold.